Erster Akt, das Ende einer hässlichen Liebe. Kuja, du törichter Kerl, ich hab dich schon längst beim Baum Iffas erwartet. Übrig bist nur noch du, wenn ich mit dir fertig bin, dann wird die Welt mir gehören. Boah, aber ich habe deinen Beitrag zu meinen Erfolgen nicht vergessen und zum Dank werde ich dir die volle Ladung servieren. An die gesamte Flotte, die Schwarzmagier sollen beginnen, ihre gesamte Magie zu konzentrieren. Lass Kuja noch ein wenig in der Luft tanzen und am Feuer, dass das Zeug hält. Das ist jemand sauer. Befehl Ihre Majestät, alle Magier sofort damit beginnen, ihre gesamte Magie zu konzentrieren! Heil dir, Bratpfanne! Heil dir! Oh nein! Aber warum? Deine Mama scheint sich mit einem Kontinent wohl nicht zufrieden zu geben. Ihre Hässlichkeit und ihre Dummheit lässt mich beinahe in Tränen ausbrechen. Aber es soll euch genauso, wie ich es erwartet habe. Was meinst du damit? Das wahre Schauspiel beginnt erst jetzt. Schaut es euch an und genießt es. So einfach lassen wir euch nicht davonkommen. Neuer Nebel wird nicht mehr ausgestoßen, aber es gibt noch jede Menge in den Höhlen und den Wäldern. Na und? Deswegen kann ich mit meiner Magie immer noch Monster erschaffen. Erwacht, Bestien des Nebels. Neben wen trete ich jetzt an? Wer sind die? Was hat denn? Vielleicht die Verbindung gegen die HP und DP. Oh, nice. Werfen? Ich kann mit Sachen werfen. Druidenstab! Neben das, du Nebelmonster! Räuberauge! Oh, der ist es. Groll der Natur! Und schauen. So. Wie viel zieht ein Angriff ab? Erstmal gucken. Dachte eben, dieses Pokémon in der Ecke sei ein Ladezeichen beim Spiel. Besitzt High Potion. Janestein. Janü. Guten Morgen! Oh. Mach mal nicht. 91, oh. 1482, ja, leck mich fett. Mich jetzt auch verwirrt. What the fuck, warum? Peridot, Alter. Ein Kampf zwischen Gegnern? Hey, es waren zwei Zahnräder, die sich gedreht hatten. Hätte ja sein können. Okay, touché, touché, touché. Ein Kampf zwischen Gegnern? Warten wir, wer als Sieger vorgeht und kümmern uns dann um diesen. Und das wird wohl Kuja sein. Haha, du törichtes Weib, Bratpfanne. Gegen die Monster aus dem Nebel sind wohl auch deine. Ach so, grandiosen Kanonen, machtlos. Haha, wie töricht du auch sein magst, du sollst wissen, dass es nunmehr nur einen Ausweg für dich gibt. Den Tod. Du bist schutziges Weib, was brauchst du so lange? Da muss ich mich wohl selbst bemühen. Ich werde ihn absteigen und mich dir opfern, dann wirst du mich gar nicht mehr verfehlen können. Und der Silberdrache. Der hat nicht mal Name. Der hat nicht mal Namen. Ganz verwerfen, was Lü gesagt hat. Kann man nicht, wir sollten uns erstmal zurückziehen, bevor wir auch was abkriegen. Nein, ich kann nicht. Ich kann Mutter nicht allein lassen. Sie ist in Gefahr. Sie wollte dich töten. Hallo, Jim. Prim, ich muss Mutter helfen. Aber wieso denn, Tarion? Sie hat dir deine Bestie entrissen und aus dem gesamten Kontinent einen Krieg entfacht. Ich weiß, aber trotzdem kann ich sie nicht dort nicht einfach sterben lassen. Sie sorgt sich nicht das kleinste bisschen um dein Wohl. Wozu also? Sowas ist keine Mutter. Ah, für mich ist sie eben noch meine Mutter.
Auch wenn du das nicht verstehst, Prim. Saroni, sagst du nicht, dass an diesem Ort besser gebannt sein? Ja, schon. Bitte, bitte sag mir wo. Ziemlich weit unten ist ein Dort, wo die Wurzeln zusammenlaufen. Siehst du, dort steht das Siegel. Ja, ich kann es sehen. Ich will mein Team wechseln. Tauschen, aber alleine kannst du nicht. Ja, war klar. Sie kann doch alleine. Au. Oh, warte. Einmal heilen. Angriff! Na, gucken, wer mehr abzieht. Blondie mit 684 liegt schon gut vor. Jetzt kommt Pre mit 828 und Lü hat das letzte Mal 1004 abgezogen. Na herrlich, tolle Nummer. In solchen Momenten verliert man halt mal die Fassung und dann darf man auch so reagieren, kapiert? Pri, wir müssen hinterher. Alleine ist es für Teufel zu gefährlich. Ja, schnell hinterher. Hab's ja kapiert. Da ist was. Ein Brief von Stützchen ist gekommen, aber ich verstehe nicht, was er meint, Kupo. Der Nebel hat sich aufgeklärt. Ist das nun eine Frohbotschaft oder ein schlechtes Omen? Was meint er bloß, Kupo? Jetzt, wo der Nebel weg ist, ist das doch ein Segen für alle. Oder nicht, Kupo? Speichern. Mitten im Kriegsgebiet. Lü nimmt sich persönlich, aber ich will dich wieder rausnehmen. Ich bin übelster Fan von Magier und... Also... Die Hauptfigur muss meiner Meinung nach immer drin sein. Lolli, Hutsche. Ah! Ich bin aber auch ein übelster Fan von... Ich bin Bessia beschwört. Ich finde Bessia cool. So. Jetzt gibt's Hangel. 700. Au. Und tschüss. 1710. Hau doch gleich durch. Sandkohl mal. Lauf, 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 lauf. Wirft er mich weg, als wäre ich nicht zu gebrauchen. Du bist zu gebrauchen, das weißt du doch. Du siehst es doch. Du hast übelst einen rechten Haken. Ist das etwa? Ich spüre ihre Kraft. Mit ihr kann ich vielleicht Mutter helfen. Bitte leih mir deine Kraft. Das ist Leviathan. Aquamarine halten. Oh nein. Mit dieser Messer kann ich Mutter nicht helfen. Teilchen, was passiert? Konntest du das Siegel nicht aufheben? Doch, und es ist eine mächtige Messer, aber... Oh nein, es war also das legendäre Meeresungeheuer Leviathan, das hier versiegelt war. Leviathan? Es ist eine Bestie, die mit einer riesengroßen Welle den Gegner angreift und sogar ganze Schiffe versenkt. Es tut mir leid, Teilchen. Du kannst dich dafür, Saroni, aber wie kann ich nur Mutter helfen? Die sind ein bisschen beschäftigt. Wann ist Ihre Majestät denn endlich soweit? Wir haben bereits unsere gesamte Munition verbraucht. Wir müssen den Rückzug antreten. Diese Entscheidung wird die Königin selbst treffen. Sofort zurück auf deinen Platz. Chill. Lol, der hat einen Transmodus? Eure Majestät, die Schwarzmagier sind bereit. Jetzt kann ich diesen narzisstischen Jüngling ehrlich zeigen, mit wem er jetzt hier zu tun hat.
Erscheine, König der Drachen Bahamut! Nein, der Knopf fällt. Das schreit nach Vergeltung! Meine Lieblingsbestia. Aber da habe ich schon einige gesagt, dass die Kraft der Beschwörungsmagie derart immens ist. Treibt sich vielen deswegen mit der Truppe vom Weicheilen rum? Ich sollte ihn nicht unterschätzen. Unglaublich. Mit Bahamut ja Mutter Kuya besiegen. Nicht wahr, Saroni? Es ist wirklich unfassbar, aber was hast du denn? Oh Gott, Angst, die zittert am ganzen Leib. Aber warum? Du kennst ihn doch auch. Der Drachenkönig Bahamut ist die stärkste Bestie überhaupt. Kuya hat echt die geringste Aussicht auf einen Sieg. Nicht die geringste Aussicht. Blut? Herrlich, du bist einfach nur herrlich, Bahamut. Deine Schnelligkeit, deine zerstörerische Kraft, all deine Eigenschaften machen dich wahrlich zur stärksten Bestie auf dieser Welt. Und trotzdem stärker. Und du, Brain, dein wahntrunkenes Streben nach Macht ist hiermit beendet. Im Kerker der Seelen sollst du den zweiten Akt miterleben und deine eigene Machtlosigkeit erfahren. Schließlich ist der nächste Schauplatz deiner Heimat. Und beim Finale schließlich werden wir Gaia verlassen und ich werde ihn endlich. Alles entwickelt sich so, wie ich es vorgesehen habe. Kommt jetzt meine Lieblingsszene. Sie ist ein bisschen wahnsinnig, oder? Also Kuya. Ist Kuya eine Sie? Mach mal nicht. Ich glaub. Von mir aus auch eher. Ich weiß es nicht. Also ja, nee, klar. Es. Sieht mir eher nach einer Sie aus. Das ist cool. Also. Wir wissen zwar nicht, warum Bahamut die Person angriff, die ihn beschworen hat. Aber wir fanden Königin Brain am Strand. Sie konnten sich kaum noch bewegen. Doch ist er. Mein Fehler. Oh, deswegen war mir klar, dass sie bald stehen bleibt. Weil ich Kuya hasse und auch Königin Brain gehasst habe, weil mir jetzt eigentlich ein Wunsch in Erfüllung ging, müsste ich mich freuen. Aber wenn ich dadurch ihn so weinen sehe, dann kann ich mich nicht mehr freuen. Irgendwie möchte ich auch weinen. Aber ich kann nicht. Also wenn sie immer noch so atmen kann nach so einem Schlag, dann... Ich höre gerne die Stimme. Mutter, ich bin hier. Ich fühle mich so kraftlos und leer. Dieses Gefühl ist verschwunden. Mutter? Was waren das für schöne Zeiten, als wir uns zusammen mit deinem Vater ein Theaterstück angesehen haben? Ich hatte ein erfülltes Leben. Und deswegen sollst auch du ein glückliches Leben führen, ganz nach deinem Willen. Ich glaube. Bratpfanne? Bratpfanne! Wir kehrten mit dem Rettungsschiff der Königin nach Alexandria zurück.
dass da noch ein Rettungsschiff überlebt hat. Mit der Mutter von Teilchen an Bord. Kommt jetzt meine Lieblingsszene? Ich glaube, jetzt kommt meine Lieblingsszene. Prinzessin, hier entlang bitte. Basti, Beatrix, wenn das die Wirklichkeit ist, dann ist die Wirklichkeit etwas Grausames. Noch kann ich die Dinge nicht fassen, die Mutter verbrochen hat. Alles ist, nein, es ist meine Unfähigkeit, die an allen schuld ist. Ich danke euch beiden. Von nun an ist es mein Schicksal, die Verantwortung für die Zukunft Alexandras auf meinen Schultern zu tragen. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr mir in den Stunden beistehen würdet, in denen ich dieser Aufgabe noch nicht gewachsen bin. Steht zu Diensten, eure Hoheit, die Ehre liegt ganz auf meiner Seite. Vielen Dank, ich weiß, dass ich auf euch zählen kann. Prinzessin, dies hier ist ein Kranz zu Ehren Königin Brathanes, geflochten aus ihren Lieblingsrosen. Schwarze Lilie. Einige Stadtbewohner haben ihn angefertigt und hier vor der Grabstätte niedergelegt. In den letzten Jahren mag sich Königin Brain sicherlich etwas merkwürdig verhalten haben. Aber trotz allem hat das Volk niemals aufgehört, sie zu lieben. Echt? Was ist denn los mit dem Volk? Mutter, ich werde versuchen, dich stolz zu machen. Das schaffst du. Prinzessin, wir sind am Schloss angekommen. Prinz Toto, die Anrede der Prinzessin wird aber schon sehr bald überholt sein, nicht wahr? Wie recht ihr noch habt. Nach der Krönungszeremonie müssen wir uns alle an das ihre königliche Majestät gewöhnen. Nun gut, ich muss mich jetzt um die Vorbereitung für die Krönungszeremonie kümmern. Generälin Beatrix, Hauptmann Basti, würdet ihr mir dabei wohl ein wenig zur Hand gehen? Prinzessin, bitte seid vorsichtig beim Aussteigen. Ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Professor Toto? Prinzessin? Ich kann die Zweifel und all das Unbehagen, das ihr in dieser Situation jetzt wohl verspüren mögt, nur allzu gut nachfühlen. Glaubt mir das. Aber bitte wisst, dass ich euch unterstütze. Mein Wissen ist zwar bescheiden, aber schöpft trotzdem Kraft aus meiner Fürsorge und besteigt den Thron erhobenen Hauptes. Nur noch 3 Tage bis zur Geburtsstunde unserer neuen Königin und Königin geahndet. Ich bin mein Volk, Griffenheit. Hey Prim, lang nicht mehr gesehen, wie jetzt, wie du morsten Rollen, sich? Ist das passiert und so? Diese kleine Teilchen, oder wie die heißt, die hat dir wohl einen Korb gegeben, was? Volltreverse, Wix! So, jetzt nicht zu sein, das sieht ja irgendwie auch nicht ähnlich, Prim. Übrigens, Ruby, hast du nicht gesagt, du hast der Clone Stea drauf gemacht, Trix? Genau, die Männer sind verrückt, oder? Mir ob der Böse sehe. Ist ja prima, schauen wir uns doch gleich mal ein Stück an, bestimmt in der Abwechslung. Du sagst es und so. Schön, da sind wir umso jenig. Prima, da kommen wohl nicht mit, oder?
Für vorher, du hast ja auch überlegt, du schau einfach vorbei, ja? Aber wollen wir alle sehen? Besoffen kann ich. Besoffen kann ich gut. Hierher, Lloyd! Hoppla, tut mir leid. Was denn? Bist du's, Blondie? Hallo? Was hast du so getrieben, seit wir uns das letzte Mal in diesen Katakomben unter Alexandras gesehen haben? Ach so, alles mögliche. Ja, mir geht's gut. Und was hast du alles seitdem gemacht, Onkel Blank? Ach ja, richtig, jetzt fällt's mir wieder ein. Also, nachdem wir euch da rausgehauen hatten, danach ging es so, ja, dieser alte Basti und du, wie diese Ratname da, weißt du, und dann noch diese andere und wie hieß die noch gleich, diese alexandrianische Generälin da? Beatrix und so. Ja genau, Beatrix auf jeden Fall, haben die drei ordentlich einstecken müssen. Die waren so zugerichtet, dass sie kaum noch laufen konnten. Hätten Magus und ich sie nicht zuhörtend Huckepack genommen und aus dem Schloss rausgebracht, dann... Blank, wenn wir uns nicht beeilen, dann macht uns Ruby wieder gewaltig Feuer unter den Hintern und so. Ruby, hast recht, wir machen wieder hin. Entschuldige, Blondie, ja, wir plaudern dann einmal weiter. Ei, ei. Zum Sternhagel, nur heute Alexanders beliebteste Cocktail. Da gehe ich gleich rein. Gleich rein, erstmal ein bisschen lang gucken. Wahnsinn, ist das riesig. Wow. Das ist aber ein Riesenhaus. Das muss ich unbedingt von innen gesehen haben. Heute Kaffee, wir fein, yo. Ah. Das riecht aber köstlich. Hast du Hunger? Vielleicht sogar richtig, richtig Hunger? Beißen, quälenden, unerträglichen, den Verstand raubenden Hunger? Ja, Mann, ich hab Knast! Kannst einen richtig leid tun. Sind das Hexen? Immer wenn Königin Vasallen spielen, fühlt sich auch wie ein Irre-Tyrann. Gut. Ich will an einen ganz bestimmten Ort. Ich will an einen ganz Zombie-Karte. Darf ich kurz durch? Hier geht es zur Stadt raus. Ja, ist der Plan! Exmen-Karte. Ich will an eine... Also, ich will an einen bestimmten Ort kommen. Das Problem ist, wenn ich da, glaube ich, zu spät dran komme, ist die Sache, die ich haben will, weg. Lange nicht mehr gesehen, yep. Lange nicht mehr gesehen, yep. Lange nicht mehr gesehen, yep. Haben wir uns die Sorgen durchgemacht, yep. Haben uns die Sorgen durchgemacht, yep. Tut mir leid, aber ich bin ein bisschen leer gegangen, yep. Leere? Genau, Leere, yep. Was für eine Leere? Nun sag schon. Ich sag nichts. Was war das? Willkommen! Oh ja, nice. Heilmittel brauche ich ja. Doch bitte. Damit die Taube hochfliegt. Sehr merkwürdige Gestalten da. Dieser Prim, das ist echt ein hoffnungsloser Fall. Kann man so sagen und so. Aber er und die Frauen, da war doch noch nie was richtig Ernstes dabei bisher, oder? Immer nur ein bisschen Spaß, alles sehr oberflächlich eben. Yep. Aber dieser scheint es ihn richtig erwischt zu haben. Ist wie ausgetauscht, der Kerl. Ja, diesmal ist es wohl wirklich ernst. Aber verdammt, sie ist eine Königin und so. Da wird nie was draus. Ja, das sind immer die Fakten. Und keiner weiß, dass es wohl besser ist als er. Aber was soll der arme Teufel bloß machen? Sie einfach so vergessen ist wohl nicht drin. Verdammt harte Sache und so. Ja. Aber wenn er da nicht bald irgendwie drüber hinwegkommt, dann kann man ihn wohl abschreiben.
Ein Berg von Leid vor sich. Aber wenn er nicht bald wieder auf die Beine kommt, seine Flügel ausbreitet und losfliegt, dann... Nette Gespräche. Mogri Myrien. Da will ich hin. Tut mir leid, alles gedauert. Oh, Schätzchen, wie steht's? Wie geht's dir stets? Holla, Mogemien. Sag mal, wo warst du denn? Du wirkst so gebräunt. Naja, aber das ist nicht so wichtig. Sag mir lieber, ob du diese Sache mit den Briefzustellungen ernsthaft durchziehst. Aber klar, hier Briefe zugestellt. Echt? Du meinst die ganzen Briefe, die ich alle möglichen Mogris hier und da übergeben habe, die sind alle angekommen? Na, aber sicher, 3 Stück waren das bisher doch, oder? Ich glaube, da fehlen aber noch 3 Stück. Sieht aus wie der Grinsekader aus Alice im Wunderland. Mogri, ist echt so. Ist aber echt so. Mit den Streifen. Irgendwie kam mir das auch bekannt vor. Ich glaube hier. Moin! Wie biege ich das jetzt nur hin? So wie nicht wieder ihre Wut an mir aussetzt, meine ich. Hey Blondie! Ich würde dich gerne mal einen kleinen Gefallen bitten. Gefallen? Ja, genau. Wir wären sehr froh, wenn du dir mit uns zusammen Rubis Theaterstück anschauen würdest. Eigentlich will ich jetzt etwas spazieren. Sehr bedauerlich. Dann lass mich durch. Ich glaube. Bin da! Hier wollte ich hin. Also erstmal. Hallo? Ich bin Mogi Million, leider ist Mognet. Warum, wenn nicht alle Briefe ankommen, fragst du? Das kann ich dir nicht sagen, Kupo. Ein Brief von meinem Bruder, Kupo? Wo hat er nur wieder gesteckt? Von Kupo an Kupo. Da sehen wir in der Fossilmine, ist recht angenehm, Kupo. Wir spielen lieber hier jeden Tag. Verstecken. Kupo, locker, lustig, muss das Leben sein. Ich hätte mir schon Sorgen gemacht, aber es scheint ihm gut zu gehen, Kupo. Ja, komm, Phoenix-Saune, Eiburschen, Exil, nehme ich. Besten Dank, und mit dem Geld kann ich wieder ein bisschen auf Reisen gehen. Kann ich den Seil daran ziehen?